Herzlich willkommen zu unserem Vortrag zu der Förderung von Sprachbewusstheit und der DAF-Aspekten in der Qualifizierung von Lehrkräften mit Fluchthintergrund. Mein Name ist Marie Vannebeke und ich und meine Kollegin Anja Häusler wollen Ihnen in diesem Vortrag die DAF-Arbeit mit dem Fokus auf Sprachbewusstheit anhand des Projekts Lehrkräfte Plus erläutern, das seit 2018 erfolgreich an der Ruhr-Universität Bochum und an anderen Unis in NRW durchgeführt wird. In unserem Vortrag werden wir zunächst ganz knapp auf die Wichtigkeit von Sprachbewusstheit im Lehrerinnenberuf eingehen, um Ihnen dann das Programm Lehrkräfte Plus kurz vorzustellen. Der Löwenanteil des Vortrags wird sich dann mit der Sprachausbildung im Lehrkräfte Plus Programm beschäftigen, wobei Ihnen Anja Häusler zunächst einige Erkenntnisse aus dem Projektverlauf sowie Lehrwerke und Rahmenkonzepte, mit denen gearbeitet wurde, vorstellen wird. Sie wird dann auf die Förderung von beruflichen Kommunikation im Kontext Schule eingehen. Abrunden werden wir den Vortrag mit einer Vorstellung unseres Online-Portals Lehrkräfte Plus Online, in dem Sie auch bei Interesse Materialien nach unserem Vortrag nachschlagen und herunterladen können. Die Wichtigkeit von Sprachbewusstheit im Lehrerinnenberuf muss ich, glaube ich, in dieser Gruppe nicht allzu lange ausführen. Spätestens mit den Ergebnissen der großen internationalen Schulleistungsstudien ist deutlich geworden, dass ein enger Zusammenhang zwischen bildungssprachlichen Kompetenzen und schulischem Erfolg besteht. Wobei das Verhältnis, in dem sprachliches Denken zu der schulsprachlichen Registerbildung steht, und somit die Frage, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen fachlichen und sprachlichen Kompetenzen gibt, noch nicht abschließend feststeht. Nichtsdestotrotz wird die sprachliche Bildung als Querschnittsaufgabe aller Bildungsbeauftragten in Schulen gesehen, da SchülerInnen ermächtigt werden müssen, sprachhandlungsfähig im Fach zu sein. Sprich, Lehrkräfte müssen dazu in der Lage sein, einen Perspektivwechsel durchzuführen, um a. ihr Fachangebot sprachlich so zu gestalten, dass es für eine heterogene Schülerinnenschaft verständlich ist und b. Schülerinnen ihre eigene Sprachhandlung zu unterstützen und zu fördern. Sprachbewusstheit ist allerdings auch im Sinne der Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit von herausragender Bedeutung, um als Lehrkraft nicht diskriminierend in der eigenen Unterrichtspraxis vorzugehen. Als Lehrkraft hat man die Zuständigkeit und Verantwortung, allen SchülerInnen unabhängig von deren sprachlichen Hintergründen einen Zugang zur Bildung zu ermöglichen. Somit muss man sich darüber bewusst sein, dass Sprache ein selektierendes und exkludierendes Mittel sein kann, die bei der Nutzung von bestimmten Normen oder Traditionen manche LernerInnen potenziell diskriminiert oder aus dem Unterricht ausschließt. Es ist somit umso wichtiger, dass die sprachliche Bildung und Sprachförderung als Bestandteil aller Phasen der Lehrerbildung anerkannt wurde. Abseits der regulären Lehrerinnenbildung gibt es jedoch ein breites Spielfeld für Lehrkräfte, die ohne eine grundständige Ausbildung an Schulen kommen und dort arbeiten. Mit einer Gruppe dieser Lehrkräfte möchten wir uns mit diesem Vortrag genauer befassen, und zwar mit der Gruppe der Lehrkräfte mit Fluchthintergrund. Als im Jahr 2015 die Anzahl der Geflüchteten in Deutschland stieg, erarbeitet die Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit der Stiftung Mercator und dem Ministerium für Schule und Bildung NRW ein Konzept für ein Förderprogramm für Lehrkräfte mit Fluchthintergrund, Lehrkräfte Plus. Dieses Programm ging 2017 bzw. 2018 in Bielefeld und Bochum an den Start, um qualifizierten Lehrkräften eine berufliche Perspektive in Deutschland zu bieten und auch die Diversität in deutschen Kollegien zu erhöhen und so die Diskrepanz zwischen einer sehr heterogenen Schülerschaft und einem recht homogenen Lehrerinnenzimmer entgegenzuwirken. Durch den Lehrerinnenmangel stieg zudem die Chance für QuereinsteigerInnen, ohne grundständige Lehramtsqualifikation langfristig Berufschancen in Schulen zu bekommen. Seitdem wurde das Programm auf 5 Standorte in NRW ausgeweitet. Weitere vergleichbare Programme finden sich zudem in anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Brandenburg. Die Förderung erhalten diese Programme seit 2020 durch den DAAD aus Geldern des Ministeriums für Kultur und Wirtschaft des Landes NRW. Auch wenn die Stiftung Mercator und die Bertelsmann Stiftung im Rahmen eines Beirats dem Projekt noch beratend zur Seite stehen. Das Programm Lehrkräfte Plus ist ein einjähriger Requalifizierungskurs mit 4 Programmkomponenten. Einer pädagogisch-interkulturellen Qualifizierung, einer fachdidaktischen Vertiefung, einem 6-monatigen Schulpraktikum sowie natürlich der DAF-Sprachausbildung. Pro Jahr nehmen 25 Teilnehmende an dem Programm teil, die einen internationalen Universitätsabschluss, Berufserfahrung und ein B1 Deutschniveau mitbringen. In Bochum wurden zu diesem Zeitpunkt bereits 4 Programmdurchläufe abgeschlossen und somit 100 Personen durch das Programm geschleust. Seit 2020 werden auch 15% der Teilnehmer ohne Fluchthintergrund aufgenommen
um so auch Personen mit einem internationalen Abschluss und geringen Möglichkeiten im Schulsystem zu arbeiten, die Chance auf den beruflichen Wiedereinstieg zu geben. Dennoch kam ein Großteil der Teilnehmenden aus Syrien und der Türkei. Es gab allerdings auch Teilnehmende aus dem Iran, Irak, der Ukraine, Kamerun, Marokko, Ägypten und Kenia. Von den bisher 100 Teilnehmenden haben 96 Personen das Programm in Bochum abgeschlossen, wobei 77 Personen die Leistungsnachweise aller Programmkomponenten erfolgreich bestanden haben und somit ein Zertifikat erhalten haben. Um die Brücke in den Lehrerberuf stärker aufzubauen, haben Bezirksregierung NRW auch ein Anschlussprogramm seit 2019 gestartet, in dem Teilnehmende 2 Jahre an Schulen arbeiten und berufsbegleitend weiter an Ausbildungsangeboten, besonders im Rahmen der beruflichen Sprachbildung, aber auch einer eigenen pädagogischen und didaktischen Weiterqualifizierung teilnehmen. So arbeiten viele unserer Teilnehmenden schon an Schulen und Teilnehmende des ersten Jahrgangs sind auch zum Großteil bereits in Festanstellungen nach Abschluss des Anschlussprogramms Internationale Lehrkräfte fördern angestellt. Die Erkenntnisse im Zwischen- und Abschlussbericht zur Programmevaluation, die im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durchgeführt wurde, sowie fortlaufende interne Evaluation machen deutlich, dass eine solide sprachliche Ausbildung auf dem Sprachniveau B2 C1 berechtigterweise ihren zentralen Stellenwert im gesamten Programmverlauf einnimmt und eine hinreichende Voraussetzung für einen erfolgreichen Einstieg in den Schuldienst Nordrhein-Westfalen ist. An dieser Stelle wäre es sicherlich zu erwähnen, dass Deutsch als Fremdsprache von den Programmteilnehmenden, und zwar über alle Standorte hinweg, immer die größte, in Klammern selbst wahrgenommene Hürde für den beruflichen Wiedereinstieg in einer anderen Sprache darstellt. Und es hat sich mehrfach gezeigt, dass dafür ein Zeitraum notwendig ist, der sich über das gesamte Qualifizierungsjahr erstreckt. Zum anderen bestätigt sich die Sinnhaftigkeit der inhaltlichen Verzahnung primär zwischen 3 Modulen: pädagogisch-interkulturelle Qualifizierung, Fachdidaktikment und eine vielseitige Sprachausbildung DAF, die seit Programmbeginn in die Konzeption der Spracharbeit in Abstimmung mit MINT-Fakultäten der RUB und der PSE gezielt angestrebt wird. Wie bereits erwähnt, bildet das Modul DAF seit Programmbeginn eine der 5 tragenden Säulen und vollstreckt sich analog zu PEAK durchgängig über das gesamte Qualifizierungsjahr. So beginnt die Sprachausbildung DAF im ersten Halbjahr mit 2 aufeinanderfolgenden allgemeinsprachlichen Intensivkursen auf der Niveaustufe B2 und C1. Im zweiten Halbjahr wird der allgemeine Spracherwerb B2 C1 in Form eines wöchentlichen E-Tutorings unter anderem auf der Basis von Deutsch Uni Online und mit Fokus auf die Prüfungsvorbereitung Test-DAF fortgesetzt. Am Ende des Qualifizierungsjahres findet ein 4-wöchiger Test-DAF-Vorbereitungskurs statt. Die Test-DAF-Prüfung wird unmittelbar mit dem Programmende oder zu einem späteren Zeitpunkt abgelegt. Flankierend zur allgemeinsprachlichen Ausbildung besuchen die Programmteilnehmenden der Fächer Mathematik, Biologie, Chemie und Physik einen Fachsprachenkurs mit Fokus auf MINT-Fächer. Fächerübergreifend findet eine Workshop-Reihe berufliche Kommunikation im Kontext Schule mit Fokus auf Bildungs- und Schulsprache statt. Nach einem erfolgreichen Programmabschluss wird ein Zertifikat C1 ausgestellt. Wichtig wäre es noch zu erwähnen, dass in den allgemeinen Sprachkursen einschließlich Test-DAF-EP mit Standardlehrwerken gearbeitet wird und in den Modulen Fachsprache MINT und berufliche Kommunikation im Kontext Schule stellt sich diese Situation recht konträr zu Projektbeginn dar. Die Frage warum werden wir auf der nächsten Folie beantworten. Zumindest versuchen. Im ersten Projektjahr sah unser Projektschreibtisch ungefähr so aus. Während der Scoping-Phase bzw. bei der Durchsicht von Lern-Lernmaterialien zur Förderung der Sprachbewusstheit im Fach haben wir eine breite Auswahl an sehr interessanten und gut aufbereiteten Lernmaterialien recherchiert, die jedoch primär nicht ganz an unsere Zielgruppe gerichtet sind. Sie sind gerichtet an Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in Deutschland und an die bereits ausgebildete und eingehende Lehrkräfte oder Lehrkräfte an internationalen Schulen im Ausland im Fach Deutsch. Sie arbeiten zum Teil nicht mit authentischen Quellen bzw. fachberufsrelevanten Textsorten und die Lehrwerke zur Fachsprache MINT sind berufs- und ausbildungsbezogen mehr gerichtet an die freie Marktwirtschaft. Die Veröffentlichungen zu Schul- und Berufs- und fachsprachlichen Kompetenzen sind auf dem Lehrwerkmarkt keine Rarität.
Lernmaterialien, die auf das Training relevanter Sprachhandlungssituationen im Lehrerinnenberuf abzielen und dabei die erforderlichen Sprachkompetenzen schulen, sind hingegen kaum zu finden. So richtet sich zum Beispiel die Veröffentlichung Unterrichtssprache Deutsch von Wolfgang Gutzkamp 1996 an Lehrende an internationalen Schulen im Ausland mit dem Fach Deutsch. Die Arbeit in diesem Lehrwerk fokussiert Redewendungen und Wortschaft und gibt Anregungen zur Gestaltung des Unterrichts. Eine erste wertvolle Grundlage für die Erarbeitung von Curricula und Lernmaterialien stellt das bereits genannte Rahmenkonzept Berufsfeldpädagogik der IQ Fachstelle für berufsbezogenes Deutsch dar, das für die Sprachqualifizierung von Erzieherinnen und Lehrerinnen erarbeitet wurde und als ein Orientierungsrahmen im Rahmen unseres Projektes verstanden wurde. Zu erwähnen wäre auch die Publikation von Anne Sass 2020, 15 Szenarien für Lehrkräfte aus aller Welt, die der zielgruppenspezifischen sprachlichen Begleitung von Lehrerinnen mit Zuwanderungsgeschichte dienen und optimal für die Sprachanforderungen des Schulalltags vorbereiten soll. Hier findet man hauptsächlich Materialien wie Rollenbeschreibungen, Gesprächsabläufe, Aufgabenbeschreibungen und Beobachtungsbögen sowie umfangreiches Material für die Simulation authentischer Szenarien aus dem Schulalltag. Allerdings setzt der Einsatz dieser Materialien bereits umfassende berufliche Sprachhandlungskompetenz und Erfahrung voraus an den deutschen Schulen bei unseren Teilnehmenden, über die unsere Zielgruppe zu Programmbeginn noch nicht verfügt. Somit werden aus unserer Sicht für unsere Zielgruppe Lernmaterialien benötigt, die zum einen sprachbewusst für schulrelevante Sprachhandlungssituationen sensibilisieren, zum anderen authentische und berufsrelevante Sprache und Sprachhandlungen fokussieren, relevante Lernstrategien vermitteln, die fächerübergreifend sind und somit eine breite Zielgruppe ansprechen, mit authentischen Materialien arbeiten und somit Simulation authentischer Szenarien aus dem Schulalltag ermöglichen. Kurz zu den methodischen, didaktischen Implikationen unseres Projektes. Wie bereits erwähnt, wird in der Kurscurricula versucht, aus der Fülle aller möglicher Sprachhandlungssituationen aus den vier Kompetenzbereichen und dazu gehören Erziehen, Unterrichten und Bilden, Beraten und Beurteilen und Innovieren, diejenigen herauszunehmen, die aus der Erfahrung der letzten Jahre heraus sprachlich und oder interkulturell als besonders herausfordernd bzw. relevant für die Programmteilnehmenden gelten können. Aber auch dann die Vermittlung der Jugendsprache, die für unsere Teilnehmenden auf einer rezeptiven Ebene von Interesse ist, ist kein fester Bestandteil unseres Curriculums. Sie wird dafür lediglich punktuell in den einzelnen Vermittlungsschritten sensibilisiert. Jugendsprache im Sinne einer Nebenkommunikation nach Eva Neumann 2008. In den fächerübergreifenden Workshop-Reihe werden vorrangig Lexik, wie beispielsweise Gegenstände im Klassenraum und Textsorten, wie Klassenarbeiten erstellen oder Elternbriefe formulieren, vermittelt. Grammatische Strukturen stellen eher ein Randthema dar und werden nicht explizit trainiert. In den einzelnen Übungen und Aufgaben wird der Erwerb produktiver, interaktiver und mediativer Sprachkompetenzen angestrebt, die hierbei der konzeptionellen Mündlichkeit nach Koch Österreich zugeordnet werden können. Die curriculare Arbeit verstehen wir als einen fortlaufenden Prozess und streben seit Projektbeginn einen fachdidaktischen Austausch innerhalb der Universität und standortübergreifend mit anderen DAF-Kolleginnen und Kollegen. Nach dem ersten Programmjahr wurde ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung des eigenen Kommunikationsverhaltens in konkreten Situationen im schulischen Kontext entwickelt und eingesetzt, und zwar vor dem Hintergrund bisheriger Berufserfahrungen im erlernten Beruf. Es ist eine Art gezielter Sensibilisierung im Sinne einer metakognitiven Selbsteinschätzung. Die Programmteilnehmenden haben zu Programmbeginn und zu Programmende 35 Fragen beantwortet, und zwar mit Fokus auf ihre Unterrichtsplanung, kommunikative Steuerungsverhalten einer Lehrkraft im Unterricht,
Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht, Umgang mit Unterrichtsstörungen und die Kommunikation außerhalb des Unterrichts. Hier sind die Akteure Schülerinnen und Schüler, Eltern und das Kollegium. Anschließend wurden die Daten ausgewertet. Auf die konkreten Zahlen gehen wir gerne bei Bedarf aus Zeitgründen in anschließenden Diskussionsrunde ein. Also, was konnten wir aus diesen Daten ableiten, um diese erste Datenverdichtung auf 4 Ebenen erstmalig vorsichtig wie folgt zu interpretieren? In über 25% aller ausgewählter Kommunikationssituationen fühlen sich unsere Programmteilnehmenden bereits seit Programmbeginn sprachlich sicher. In über 50% erkennen sie einen deutlichen Lernfortschritt zum Programmende. In ca. 30% der Situationen empfinden sie das eigene Sprachhandeln nach dem ersten Qualifizierungsjahr weiterhin als herausfordernd. Und wir haben festgestellt, Erkenntnis einer Fehleinschätzung im Sinne einer Überschätzung im Vergleich zum Programmbeginn. Also es lässt sich mit einer gefühlten Sicherheit erkennen, dass bei den Programmteilnehmenden erstens eine Veränderung im Sprachbewusstsein für einzelne Kommunikationssituationen ganz klar zu erkennen ist. Das hängt auch mit der frühzeitigen Sensibilisierung zusammen. Es ist eine Herausforderung, sich auf Deutsch auszudrücken, wie das der bisherigen Berufsidentität entspricht. Die Teilnehmenden nehmen ihre Veränderungen im sprachlichen Bewusstsein selbst im Programmverlauf wahr. Es ist eine kontinuierliche Sensibilisierung für die Rolle der Sprache im Lehrerberuf und die ist sehr wichtig. Und es besteht die Notwendigkeit einer weiteren fachsprachlichen Qualifizierung berufsbezogener Deutschkompetenzen in enger Verzahnung mit der Unterrichtspraxis im Anschluss an dieses Programm. Was werden wir machen? Wir werden weitere Daten erheben. Wir werden die aktuellen Fragen weiter modifizieren. Da eine Selbsteinschätzung subjektiv und nicht objektiv ist, besteht die Gefahr einer Selbstüberschätzung oder einer Selbstunterschätzung und den Einfluss von anderen kognitiven Verzerrungen auf die Beurteilung. Aus Zeitgründen geben wir heute an dieser Stelle lediglich einen sehr kleinen Umriss über die Inhalte dieses Moduls und fokussierter Sprachhandlungen und möchten auf eine detaillierte Beschreibung im Rahmen unseres Artikels verweisen. Dieser erscheint im Rahmen einer DAD-Publikation im Herbst dieses Jahres. Das Modul berufliche Kommunikation in der Schule besteht aktuell aus 6 Lerneinheiten, die unterschiedlich umfangreich sind. Die Materialien werden schrittweise über das Portal freigeschaltet. So kann zum Beispiel die Lehreinheit Klassenleistungen und die dort fokussierten Sprachhandlungen, die sind rechts im grünen Kasten dargestellt, direkt online eingesehen werden. Und wir als Autorenteam freuen sich natürlich jederzeit über Ihr Feedback. Und jetzt würde ich gern das Wort wieder an meine Kollegin Marie van der Beek zurückgeben. Meine Kollegin Anja Häusler hat ja soeben bereits auf unser Online-Portal verwiesen, mit dem ich nun unseren Vortrag abschließen möchte. Seit 2021 besteht nämlich ein Portal, an dem unter der Koordination der RUB alle NRW-Standorte von Lehrkräfte Plus mitgewirkt haben. Das Portal bietet dabei nicht nur einen Überblick über das Programm und die einzelnen Standorte. Interessenten können sich auch Interviews mit Alumni ansehen, die über das Programm und ihren Werdegang nach Lehrkräfte Plus berichten. Es gibt Videos, die den LehrerInnenalltag darstellen und so einen besseren Einblick in die Aufgaben und die Rolle der Lehrkraft in Deutschland bieten sollen. Und Personen, die sich bewerben wollen, können an einem kleinen Test teilnehmen, der ihnen Auskunft darüber gibt, an welchem Standort sie sich am besten bewerben können. Der große Bonuspunkt unseres Portals ist allerdings das Lernmaterial sowohl zur pädagogischen Qualifizierung von Lehrkräften als auch aus dem DAF-Bereich. Auf der Folie steht noch, dass die Materialien in einem Login-Bereich stehen. Diese Barriere wurde aber vor einer Weile abgeschafft, sodass die Lernmaterialien nun als OER allen frei zur Verfügung stehen. Im DAF-Bereich finden Sie hier Materialien zu Themen wie Unterrichtsentwürfen, der Nutzung von Operatoren in Aufgabenstellung, Sprachregistern, Jugendsprache, der Fachsprache MINT, dem Passivgebrauch in der Schulsprache oder der Überprüfung von Klassenleistungen. Die einzelnen Module umfassen dann Beschreibungen und Materialien als H5P-Dateien
PDFs oder in anderen Formaten. Häufig werden auch Verweise auf andere Module im Portal zur Vertiefung der eigenen Kompetenzen direkt angemerkt. So verweist das Modul Klassenleistungen, das an der RUB in Zusammenarbeit mit der Universität Siegen entstanden ist, direkt auf das Modul Operatoren in Arbeitsaufträgen, welches durch die Universität Bielefeld konzipiert wurde. Die enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Standorten wird also so deutlich. Dieses Modul umfasst Aufgaben zum Wortschatztraining und produktive Aufgaben zum Formulieren von Klassenarbeiten und Tests. So werden verschiedene Phasen und Formen der Leistungsüberprüfung, gesetzliche Rahmenbedingungen und mögliche Aufgabentypen für die Erstellung von Klassenarbeiten fokussiert. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Online-Portal Ihr Interesse für das Projekt weiterwecken und würden uns freuen, wenn Sie einmal auf der Seite vorbeischauen. Natürlich bedanken wir uns auch für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie Rückmeldungen oder Fragen haben, freuen wir uns auf die Diskussion. Vielen Dank.